Wie läuft's Videoschneiden bei ihm eigentlich? Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum weiteren Video von Randy G. Wo fahren wir hin? Nach Italien. Italien, wir kommen. Aber wo nach Italien? Nach Venedig. In die Wasserstadt. Was? Da kommt doch auch Ariel, die Jungfrau, her. Die Ariel, die Meerjungfrau. Fast schon, fast das Gleiche. 6,5 Stunden später. Guten Abend, Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. Wir sind da. Das Auto steht geparkt wie eine 1. Wir sind sicher angekommen und ja, wir haben auch einen sehr, sehr schönen Wagen. Einen schönen Vito, blau-weiß, mit sehr, sehr geilem leuchtenden Interieur. Ich kenne mich nicht aus mit Autos, aber auf jeden Fall ist es ein wunderschönes Auto. Kuss geht raus, danke Lukas. Wahnsinn, dieser Wagen. Wahnsinn, gell? Er hat uns so smooth hierher gebracht. Kuss geht raus. Ach so, nicht ich, oder? Nein, hauptsächlich das, der Wagen, ja. Ah, okay. Es ist spät am Abend. Wir werden jetzt nur noch ins Hotel einchecken, schlafen gehen. Und dann geht morgen die Action los. Willkommen in Venedig. Ja, Freunde, und jetzt geht's los. Wir gehen rüber auf die Insel und produzieren ein paar coole Videos für euch. Richtige Horrortür. Wir müssen eh mal vorne direkt jetzt fragen. Okay, doch nicht. Also Nummer 2 ist es auf jeden Fall nicht, um rüberzukommen. Wir stehen hier wie so, wie heißt, kennst du diese, die wollen die einfach nicht drüben haben, deswegen fahren die vorbei. Mit einer längeren Wartezeit verbunden. 15-20 Minuten warten wir jetzt hier, ist schon nach 0 Uhr. Müssen wir jetzt mal schauen, wann die Fähre kommt. Dann geht's auch ins Hotel. Die Ferry ist da. Erstmal wurden wir jetzt gecrushed. Let's go, Freunde. I think it's gonna take us to London. Nach London mit uns. Mario, ihr fällt hier gar nicht auf, gell? Ciao, belle. Ah, okay. Haben die da eine, oder? Ja, ja. Mascara. Mascarao. Tutto bien? Ist tutto bien italienisch? Das ist Spanisch. Maske bitte über die Nase, Kollege. Alter, der lila Netflix, ne? Ich hab grau, weißt du? Oh, passend zu deinem Pulli. Passend zu meinem kompletten Outfit. I belong, I belong to you. Do just what you want. Der schönste Teil auf diesen Fähren ist, setzt euch nicht da hinten rein, bleibt draußen, genießt den Wind, schaut euch das Wasser an, das muss man einfach genießen. Mit dem iPhone sieht man einfach mehr wie mit dem echten Auge, Alter. Guck auf dem iPhone. Oha! Bye, thank you. Bye, Bro. Sei ehrlich, jetzt mal. Es ist wirklich krank schön, Alter. Schon, gell? Es ist wirklich krank schön. Mich flasht es genauso wie am ersten Mal. So, touristisch hin oder her, aber du kommst hier und denkst dir, what the f***. Das hat schon einen Grund, warum es touristisch ist. Ja, was geht. Italien hat eh sehr viel Charakter und weiß ich mein. Aber das hier ist nochmal, das setzt so einen drauf. So, da steckt einfach Power drin. Ja, morgen, tagsüber, wird es uns eh nochmal komplett auseinandernehmen. Ich glaube, die Klauen ist verrückt. Klauen die das Boot echt, oder was? Bringst bestimmt wieder zurück. Wir sind ja gerade wieder so ohne. Okay. Wir können auch einfach die Besitzer sein, oder? Ja, aber dann gehst du doch nicht hier. Alter. Tivo, Tivo. Ich sag mal herzlich willkommen in Venedig. Und merkt euch, das ist keine Beleidigung in Italien. Das heißt einfach nur, zieh deine Maske an. Es kann doch auch nicht sein, dass es der echte Eingang ist, hier durch so ein Tor durch, dass das die Bushaltestelle die Haltestelle ist und kommst du wie so ein Ding, dann ist auf einmal das. Doch, Elise. Disneyland einfach. Ja, Mann. Die Ecke habe ich auch noch nie gesehen. Schau, hier ist einfach eine Bar. Schau, Mario ist schon wieder am Suchen. Wohin, ja, wohin? Willst du überfallen werden? Ja, ich finde, also so eine Flasche Wein können wir uns schon noch irgendwo gleich. Zu einer Flasche Wein? Sagt man nicht nein. Oder? Ja. Yeah.
paar Sekunden später. Sind wir falsch? Schaut euch mal das an. Einfach so ein kleiner Club in so einer unauffälligen Bude. Leute trinken Wein. Sagt man nicht nein. Essen ein bisschen Pasta, Pizza. Nein, nein. Das ist ein Snooze Artist. Diese Gassen. Sieht gefährlich aus, die Stadt ein bisschen. Ich sag dir ehrlich. Alter. Sieht gefährlich aus? Das sieht gefährlich für uns aus, diese Stadt. Ja. Natürlich darf man nicht vergessen, es ist eine wunderschöne Stadt. Aber bei meinem letzten Aufenthalt hat mir mal jemand gesagt, ich glaube der Besitzer vom Airbnb, so, es gibt Gassen, wo man halt nicht so alleine jetzt unbedingt durchgehen muss oder es provozieren muss. Ansonsten genießt den Vibe, aber macht es anders wie wir. Anders wie wir, warum aber? Macht es doch so wie wir. So alles gut. We're completely wrong, innit? Ja. Eine Ewigkeit später. Sorry. No problem. He's a famous YouTuber. I'm famous on Instagram, bro. Yo! Shut the fuck up! He's a famous YouTuber, assholes. He's famous what? On YouTube. No, he. I was was gonna hast make du angerichtet? How do you enjoy it sucks, Venice? Bro. Why? We really enjoy Venice. So? No, dude, there's nothing to do. No aliens, no per se. No per se. See on YouTube, exactly. All right. She smoked a lot, innit? Das ist halt immer das Problem bei alkoholisierten Menschen, gell? Die haben ihren Körper nicht im Griff. Ja. Die kommen so unnötig nahe immer. Es gibt solche und solche. Ja, ich bin genauso. Auf jeden Fall, wir gehen ungefähr seit... Also, wir haben 20 Minuten auf die Fähre gewartet, dann sind wir 15 Minuten gefahren, jetzt gehen wir seit 20 Minuten wieder spazieren. Nächste Gasse, Campo de Bartolomeo. Genau durch solche Gassen solltet ihr eigentlich nicht alleine gehen. Ein paar Sekunden später. Alles kann nicht dein Ernst sein, diese Stadt Venedig. Das jetzt schon. Kann nicht sein, oder? Das ist so crazy, gell? Das ist einfach Wasser. Über die Brücke müssen wir. Schon crazy, ihr seht es, oder? Hier. Wasser direkt. Drei Stufen, du bist im Wasser. Das macht Spaß. This is the wrong way. Allein dieses ATM-Schild. Wo gibt's bitte ein ATM-Schild, das so aussieht? Ja? Einfach nice. Bro, ich schwör, man kriegt hier Platzangst. Ungelogen, wieder 15 Minuten vergangen. We kinda lost. Wir sind wirklich verloren. Wirklich verloren. Eine Ewigkeit. Ist es das? Ja. Push that thing. Buonasera. Pino, Pino. Ich brauch straight eine Dusche, Alter. Sweaty, sweaty, Mann. Eigentlich habe ich noch Hunger und Durst. Weil ich esse nur im Hotel. Zweiter Tag. Guten Morgen. Wir befinden uns gerade im Hotel, frühstücken. Von 1 bis 10. Wie sehr magst du Wurst? Minus 4. Bisschen black. Black? Black wohin? Wie ist black? This is he's the black guy. Black for black, cappuccino for the white people. Okay. Morgen Mario. Morgen Randy. Wie geht's? Thank you. Wo ist die Handy-Truhe? Wir sehen sie nicht mehr. Die kämpfen gerade gegen... Gegen Möwentinger. Muss nicht sein. Man spiegelt die Scheiße. Der bringt sich den Luxury-Shit. My black guy. Sorry. Sorry. Was ich hier auch nochmal sagen möchte, ist, ein dicker Kuss geht natürlich raus an die Community. Wir sind wahrscheinlich schon über 10.000 Leute. 24 Stunden jetzt in den Trends. Ganz oben, dicker Kuss geht natürlich raus an euch, ist nur wegen euch alles passiert. Und jetzt ist es soweit, wir gehen zum berühmtesten Fotospot in ganz Venedig und starten den Tag von dort aus. Jeder im Hintergrund macht Selfies hier. Alle haben sich versammelt. Diese Stadt, ich kann euch nur eins sagen, ist wunderschön. Egal wo du hinschaust, du könntest Instagram-Bilder machen. So. Zurück. Rückwärtsgang, du musst hinter mir bleiben.
Pizza Nummer 3 ist jetzt drin. Wir drehen ja gerade eine Pizzatour heute. Ich muss ehrlich sagen, dieses Teig, ganze gebackene und frittierte, zieht ein bisschen runter. Aber es ist immer Zeit für ein... Schluckt. Freunde, wir haben es auch mal geschafft. Wir sind angekommen. I just feel myself, it's okay. Wir sind angekommen an dem wahrscheinlich most famous Platz in Venedig. Es ist wunderschön. Die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wunderschön. Basilika ist der Laden, glaube ich. Der hier? Basilica de Marco, Da Marco. Was ist mit meiner Stimme eigentlich los? Es ist wirklich, ich bin ja das zweite Mal hier. Ist jetzt nicht so, dass ich mich hier gut auskenne oder irgendwas, aber es hat so Nostalgie, wenn du hier wieder durchgehst und 2 Jahre vorher erst hier warst. Und ich kann euch sagen, ich war zu einer Zeit hier, wo nicht sehr viel Tourismus hier war. Es war leer. Es war niemand hier. Das ist wieder so ein einmaliger Einblick, den ich hatte, wie in Istanbul, wo die ganzen Straßen leer waren. Und es ist aber deutlich schöner, es so zu sehen. In dieser Area Cappuccino trinken? Weiß ich nicht. Muss man nicht machen. 15, 16 Euro. Ja, Bruder, es kommt halt drauf an. Location muss halt mit einberechnet werden, ja. Das ist jetzt ein Argument, wo ich nichts gegen sagen kann. Ja. Also ich persönlich würde es nicht machen, weil ich kann mir diesen Platz auch anschauen, ohne einen Cappuccino zu trinken und meinen Cappuccino irgendwo anders zu trinken. Aber wenn du Cappuccino und diesen Platz haben willst, dann ist es halt nun mal der Preis, ja. Okay, ja, ist ein Argument. Verdammt. Der Bruder da oben ist Hunden. Er hat seinen Spieß in so einem Objekt, das aussieht wie eine Mischung aus Krokodil und Hund. Denke mal nicht. Und genau das ist das Problem. Ich war einfach sauer das letzte Mal hier. Tauben springen auf deinen Tisch, schütten deinen Wein um, klauen deine Chips. Das muss nicht sein. Benehmt euch ein bisschen. Dritter Tag. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Gestern haben wir ein Video gedreht für Lukas. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Heute drehen wir wieder eins. Und ihr könnt mich auch natürlich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, ob euch diese Art von Vlogs gefällt, dass ich euch einfach so ein bisschen von allem zeige und der Vlog halt auch nicht so viel Struktur hat. Das heißt, man sieht, was wir so treiben, wo wir so sind. Und ja, ich würde eigentlich gerne sowas öfter machen, aber natürlich will ich wissen, ob euch das gefällt. Den Tag haben wir begonnen mit Cicchetti. Ein kleines Brot mit allerlei verschiedenen Arten belegten Sachen drauf oder Toppings und einem Glas Wein. Zu einer Flasche Wein sagt man nicht nein. Das ist wahrscheinlich bis jetzt der beste Laden, den ich gesehen habe, so der mich am meisten imponiert hat. Highlight auf jeden Fall. Ja, seht ihr bei ihm. Wahnsinn, was für ein schönes Restaurant. Crazy. Oder Laden oder Tapas Bar oder Cicchetti Bar. Den muss man auf jeden Fall besuchen, wenn man in Venedig ist. Das muss. Ich war hier zum Beispiel das letzte Mal nicht, also Pflichtprogramm. Wie heißt der Laden? Weiß ich nicht. Scavi. Scavi, Freunde. Mystery Things. Steine auf Licht. So heißt das Gemälde. Baustelle. Falls jemand von euch weiß, was das ist, write it down in die Comments. Sieht auf jeden Fall cool aus irgendwie. Von außen habe ich gedacht, das sind Klamotten, aber da sind auch Klamotten, also. Freunde, wir sind angekommen am Ende unseres Trips und wir persönlich zusammen beenden das jetzt. Wie viel haben wir gegessen die letzten 2 Tage? Das ist nicht in Worte zu fassen. Katastrophe, oder? Schon wieder. Wie immer. Nicht ganz so viel wie in der Türkei vielleicht, aber reicht auf jeden Fall jetzt wieder für die nächsten 2 Tage. Ja. Letzte Mahlzeit für uns in Venedig. Gelato. Let's go. Gerade spontan vorbeigegangen, aber das Pistazien... Das Pistazien-Eis sieht auf jeden Fall lecker aus. Okay, welcome back down. Du nimmst safe Pistazien, oder? Okay. Pistazien und Marina. You want to have gelato? Well, my favorite is the cheesecake. Inside there is a butter biscuit. Das Schlimmste ist, wenn es zu viel Auswahl gibt. Okay, for me, I take also this one. Yes. Okay. In a cup as well. In a cup. Well, we have the yogurt with the passion fruit. Okay, I take this one. This one. And the cheesecake. 3 scoops. Yeah, of course. Okay. Wow. Wow. Yes. Warte, ich mach das.
che pizza più vuoi? Quello salato, vale? Susso. Wie heißt die Marke eigentlich? Susso. Ah, okay. Suchen wir uns einen nice Spot, oder? Eine Sache gibt's, die sehr wichtig ist bei Eis, in meinen Augen. Ich weiß nicht genau, mit was es zu tun hat, wie es funktioniert, aber wenn Eis zu kalt ist, dann ist es nicht mehr cremig, nicht mehr. Dann ist es einfach zu wässrig und dann hast du diese harten, gefrorenen Stellen. Dieses Eis sagt was anderes. Was hast du aber probiert? Opera, also dieses Schokoladenzeug. Ja. Schmeckt so ein bisschen an Nutella-Schokolade. Vanille und Schokoladeneis. Mhm. Und die Vanille ist auch. Okay. Das ist Opera. Und dann mit Schokolade. Und hier noch diese. Nocco. Du musst, Bruder, dieses Cheesecake probiert. Ich hab da gerade so einen. Und hast, hast du weggescoopt mit der Zunge, ja? Da sind so richtige, wie nennt man diese? Diese Cookie-Boden-Zeug ist dazwischen so, oder? Mhm. Crumbly. Crumbly. Oha, ich hätte auch Cheesecake nehmen sollen. Nein, 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 hättest du nicht, mein Freund. Dafür bin ich nämlich da. Endgegner. Und genau das, was ich gesagt habe, dieses Eis ist wie, du nimmst im Mund, das ist Konsistenz von einer Creme einfach. Ist auch Eiscreme, oder? Komm, probier. Stupid. Probier dieses Cheesecake in Inne. Kann einer mal kurz Kamera für uns filmen? Du vielleicht? Hallo? Du musst nur das Cheesecake erwischen, mein Freund. Will aber mit Boden. Ah, ja. Sei ehrlich. Was ist diese drüben mit dem? Habe ich noch nicht probiert. Mh. Joghurt und Passion Fruit. So, Freunde, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Was soll das machen? Man sieht ihn noch gar nicht. Hat man ihn nicht gesehen. Kuss geht raus. Ich hoffe, die 48 Stunden Venedig-Vlog haben euch gefallen. Was sagt man eigentlich so beim Outro? Ich hab's gerade vergessen. Ich hoffe, der 48 Stunden. Ich hoffe nicht. Für all. Sorry. Und checkt Lukas seinen Kanal. Folgt Mario auf Instagram. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bye. Ey, warum geht ihr immer da lang? Wir müssen doch hier, oder nicht? Es ist Venedig, es macht mal ein bisschen, man muss seinen Kopf anstrengen, ja? Aber dann findet man auch die Lösung. Der Weg ist diesmal hinter dieser Kirche versteckt. Wir kommen jeden Morgen hier raus. Ich meine, wir sind erst 3 Tage hier, aber wir kommen immer hier raus und sind auf diesem Platz. Dann gehen wir dort nach hinten. Kuss geht raus.